Und ich sehe ihn und ich schreie so, hey, Alter, ich habe nichts gesagt. So, ich zeig meine Handschellen. Ich habe nichts gesagt. Und er schaut auf den Boden. Und er hat schon gesagt. Und sagt, ich schon. 10 Leute kommen, meine Knarre fällt raus, ich liege am Boden. Hände, Kabelbinder, Füße, Sack über den Kopf. Als wir uns getroffen haben, hat sie gesagt, an dem Tag, als du dich entschieden hast, deine Jungs nicht zu verraten, hast du mich verraten. Weil ich hätte dich gebraucht. Also Flucht kostet viel Geld. Ich war am Ende nach den 2,5 Jahren. Ich habe älter ausgeschaut als jetzt. Herzlich willkommen bei Bees Kitchen. Ich habe heute einen Gast dabei, den ihr euch alle gewünscht habt, Maximilian Pullux. Maximilian Pullux war 2 Jahre auf der Flucht. 2 Jahre auf der Flucht. 13 Jahre Haftstrafe bekommen. 13 Jahre, einen Monat. 13 Jahre, einen Monat. Ja, das macht den Braten, glaube ich, auch nicht mehr dicker. Auf jeden Fall, Maximilian Pullux ist heute zu Gast bei Bees Kitchen. Magst du dir mal vorstellen? Mein Name ist Maximilian Pollux. Ich war ein jugendlicher Intensivstraftäter, war dann Gangster, war auf der Flucht und habe dann 10 Jahre Knast gemacht. Und heute arbeite ich im Präventionsbereich, habe einen Verein gegründet namens Sichtweisen und mache als Anti-Gewalt-Trainer ganz Deutschland unsicher. Sehr gut. Schön, dass du da hier bist. Schön, hier zu sein. Was machen wir heute? Ich habe mich ein bisschen ausgetauscht mit Maximilian. Maximilian fängt jetzt auch an zu pumpen und er sollte ein fester Bestandteil seines Lebens, oder er versucht es zumindest. Gerade angefangen, ja. Er fängt gerade an. Und wir waren ja auch auf einer Radtour. Und die Leute, die das noch nicht geguckt haben, ihr könnt euch gerne die Radtour anschauen. Wir hatten da auch einen Abend die 6 Plus Proteinnudeln gemacht. Und den meisten Jungs meines Teams, die sind sehr verwirrt, die kennen immer nur schön die Weizenspaghetti und die meinen, ah, nee, schmeckt nicht. Und deswegen habe ich mir wirklich Gedanken gemacht, wie kann ich das Bestmögliche rausholen aus diesen Low-Carb-Nudeln. Mhm. Wir beide zaubern heute das Ganze. Okay. Also, das Ganze wird zu einem Auflauf gemacht. Ich habe hier Rinder-Tatar besorgt, schön mageres Hackfleisch. Dann habe ich Gemüse gewählt, Champignons, Aubergine, Zwiebeln, frische Tomaten für die Tomatensoße. Hammer. Chilis, magst du scharf? Vertrage ich auf jeden Fall. Okay, perfekt, wunderbar. Machen das Ganze mit einer Tomatensoße aus gestückelten Tomaten, bisschen Paprikamark. Ich würze das Ganze mit Salz und Pfeffer. Okay. Ihr könnt natürlich anders würzen. Ihr könnt Oregano nehmen, ihr könnt Lauch nehmen, wie ihr mag. Ihr könnt auch ein anderes Gemüse nehmen. Das ist heute meine Variante. Steige ich ein. Ich habe einen Hunger, Mann. Lass loslegen. Ja, perfekt. Attacke. Kochst du zu Hause viel oder eher weniger? Du, ich koche super wenig, weil meine Frau mega streng ist mit dem, was es Geiles gibt. Geiles Zeichen für mich, deswegen darfst du heute Zwiebeln schälen, Aubergine Na klar, komm her. Bitte schön, Attacke. Ich würde vorschlagen, am besten mit der Aubergine zu beginnen, Max. Okay. Weil die braten wir als erstes an und dann tun wir die erstmal beiseite, ja? Und Aubergine würde man jetzt hier einfach mal hier oben abschneiden und dann der Länge nach. Genau, perfekt. Ja? Darf ich noch einmal kurz vormachen, Max? Mach mal einmal kurz vor. So. Einmal so. Okay. Dann machen wir so, zack. Okay. Und dann einfach nur noch ein Gürtel. Jugendliche Intensivtäter, 2 Jahre auf der Flucht, dicke Kelle. Dicke Kelle bekommen und während der Flucht auch schon gewusst, dass es die gibt. Mhm. Also es war nicht so, dass ich gedacht habe, ja, ich krieg da 3 Jahre oder was. Und ich wusste, wenn die Flucht endet, dann gibt's richtig. Wie hat das alles angefangen? Wie hat's gestartet? Wie bist du reingekommen? Du bist ja nicht direkt als Gangster geboren. Nee. Komm, hau mal Interessant fand ich jetzt zum Beispiel, dass du gesagt hast, wie bist du reingekommen. Ja. Weil normal Leute, die nicht wie du jetzt Erfahrung mitbringen, sagen oft, ja, wie bist du reingerutscht. Ja, ja, so, ne, als würde man unabsichtlich da reingekommen sein. Ich hab das ja selber irgendwo eine Entscheidung, ne? Das war zwar noch die Entscheidung eines Kindes, aber es war eine Entscheidung. Genau. Und bei mir war es so, dass ich eigentlich so mit 12, 13 angefangen habe zu klauen. Kleine Sachen zu machen und dann auch mit 13 angefangen habe zu kiffen. Mhm. Und wenn du anfängst zu kiffen, brauchst du plötzlich Geld. Jetzt ändert sich so ein bisschen. Ne? Selbst wenn du Kostet. Nur 5 Euro am Tag sind, 150 Euro im Monat. Woher nehmen? Ich habe keinen Cent gehabt. Und das war nur das Kiffen, ne? Ja, das ist nur das Kiffen. Und dann kam bei mir dazu, dass ich so eine Faszination hatte für, wohin hau ich die denn? Die kommen jetzt einen Moment hier in der Pfanne. Dann tust du mal so ein bisschen nach vorne und mach mit der Zwiebel schon mal weiter. Nee, ganz ruhig. Wir braten erstmal ganz in Ruhe die Aubergine an, wir haben Zeit. Was bei mir dazu kam, war, ich hatte so eine Faszination für, heute würde ich sagen, Männer wie uns. Aber damals, alle, die ich kannte, die so waren, wie wir jetzt sind, waren Gangster. Also ich hatte so die Faszination, weißt du, siehst so, die fahren schicken Autos, haben Glatzen, haben Muskeln, irgendwie kennen jeden in der Stadt. Wenn sie essen gehen, kriegen sie noch Geld raus, komischerweise. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann war das immer so ein bisschen meine Faszination. Ja, du hast danach heraufgeschaut. Ich habe darauf geschaut und ich hatte auch einen Onkel, der so in der Szene recht stark war, ja. Ne, respektiert war, gefürchtet war. Ja. Und der mich so ein bisschen gepusht hat. Und was heißt gepusht? Ja, wie meinst du gepusht? Er hat mir zum Beispiel, er hat dieses Bedürfnis,
hat er auf diese Art befriedigt. Und zum Beispiel hat er mir kleine Aufgaben gegeben. Ja, mach das mal für mich, mach das mal für Bring mich. Bring das mal weg. Bring der das kommt mal nachher vorbei. Der kommt vorbei. Oder geh mir mal Kippen, sogar so scheiße wie, geh mal Kippen holen. Mhm. Und mir aber einen Fuffi gegeben dafür. Mhm. Ja, und du kommst zurück, willst das Wechselgeld bringen und der sagt, behalt es. Mhm. Und du läufst so mit 12 und denkst dir so, Jackpot, Jackpot, ich bin reich. Ja. Dann weiß ich, kurz vor meinem 14. Geburtstag hat er mich das erste Mal nach Holland geschickt. Nach Holland? Nach Holland, von Nürnberg aus. Wow. Hat gemeint, komm hier, du fährst dorthin, du steigst, das war damals Arnhem, du steigst den Arm aus, holst den Rucksack, fährst zurück. Wenn du erwischt wirst, kann dir nichts passieren, weil du bist noch nicht 14. Was ist das für ein Mann? Was denkst du heute über einen über 40-Jährigen, der ein 13-jähriges Kind nach Holland schickt? Ja, was soll ich dir sagen? Was soll man dazu sagen? Sprachlos. Ich bin sprachlos. Ja, für mich war das damals der coolste Typ der Welt. Ja, und weißt du, was das für mich ausgesagt hat damals? Ich liebe dich, ich vertraue dir. Deswegen dachte ich, mach das. Jetzt, momentan, siehst du ihn, sag ich mal, als Dreckskerl. Mhm. Ja? Mhm. Vorher, damals, hast du ihn aber trotzdem als Onkel gesehen und toll. Mhm. Und du warst jung und er hat das missbraucht, genau. Mhm. Richtig oder falsch? Vollkommen richtig. Ja, Und das ist auch was, was ich den jungen Leuten dann immer sage, wenn ich heute in der Arbeit mit Jugendlichen bin, die dann diese Vorbilder haben, zu denen aufschauen. Ja. So, ihr werdet benutzt. Genau. Ältere Gangster, die mit jungen Leuten zu tun haben, die interessieren sich einen Dreck für euch. Die werden euch nur ausnutzen und über eure Leichen gehen. Ist so. Und das Schlimme ist, ich bin später ähnlich geworden. Na, so mit 25, 26 im Knast dann, die Jüngeren, die gekommen sind, ich habe die benutzt. Mm-hmm. Ich habe schon wieder so die benutzt für verschiedene Sachen. Damals ging die Geschichte gut aus. Ich bin wiedergekommen aus Holland, gelobt worden, ein bisschen Geld bekommen, alles hat gepasst. Das war so der Einstieg irgendwie in dieses Benutztwerden von anderen Leuten für Sachen. Mm-hmm. Also mit 14 hast du dann die Reise gemacht, hast Blut mit geleckt. Mit 13 noch. Du hast Blut geleckt, du hast Kohle, du hast das Wichtigste, sag ich mal, Zuneigung und Wärme bekommen von diesem falschen Onkel, sag ich mal. Mhm. Richtig? Mhm. Und wie ging es dann weiter? Was passiert mit 14? Du bist strafmündig und mit 14 hatte ich dann gleich die erste Hausbesuchung. So, ne? Mit 14? Ja, ja. Hast du mit 14 alleine gelebt? Nee, geht doch nicht. Natürlich nicht. Das heißt, meine Eltern hatten ihre erste Hausdurchsuchung. Oh, ganz mies. Heute, wenn ich um 6:30, wenn irgendein Geräusch in meinem Gang ist, bin ich wach. Mhm. Na, aber damals mit 14 schläfst du beruhigt, du denkst nichts Böses. Ja. Und ich weiß noch, dass meine Mama mich so gerufen hat, ja, Maximilian, ist für dich. Und ich kam angelaufen und ich kam halt echt so angelaufen, so, was ist denn los und so, und komme in den Gang raus und sehe halt 4 Polizisten und meine Mutter dazwischen drin. Ich weiß nicht, wann das bei dir alles war, aber das war der Moment, das erste Mal, als meine Mutter mir klein vorkam. Mhm. Weißt, davor war sie der Mensch, der mir Strafe gegeben hat, wenn ich böse war. Sie war schnell mit dem Kochlöffel, wenn ich frech war. Du hast das erste Mal deine Mom, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, du hast das erste Mal deine Mom machtlos gesehen. So. Und das ist ein Gefühl. Und jetzt kommt das Krasse. Als sie mich dann mitgenommen haben, wollte sie aufhalten. So, geht doch nicht, der muss doch in die Schule. Und die sagen, ja, ist egal, ob der in die Schule muss. Ne? Sagen sie, der ist krank. Mhm. Und da hat sie das erste Mal gesehen, dass sie machtlos ist. Mhm. Und dieser Moment, wenn eure Eltern dann das erste Mal merken, dass sie über euch keine Macht mehr haben, dass sie euch weder beschützen können, noch irgendwas noch für euch tun können in der Situation, das ist, glaube ich, ein einschneidender Moment so für alle gewesen. Mhm. Das ist ein ganz mieses Gefühl. Konnte ich mir nicht vorstellen, als ich im Auto saß, im Polizeiauto, ne, Handschellen dran und schaue so und sehe meine Mutter im Türrahmen stehen. Ja. Da hätte ich es eigentlich kapieren können schon. Da hätte ich schon kapieren können, nämlich das, was ich in meinen Workshops heute für die Jugendlichen immer mache, nämlich 2 Regeln in der Kriminalität, die für uns alle gelten. Die erste ist, wenn du kriminell bist, bezahlen die, die dich lieben, dafür. Mhm. So, du bist kriminell, die um dich rum sind, die dir vertrauen, die dich brauchen, die an dich gebunden sind durch Blut, ja, Mann. Die werden bezahlen. Die leiden. Auf jeden Fall, da geht nichts drüber. Mhm. Die haben dich weggesperrt oder wo bist du hingekommen? Nein, erstmal nur Polizeistation, das war nicht so schlimm. Da ging es nicht groß. Dann wieder nach Hause. Im Grunde ging es an dem Tag heim, aber in dem Moment erstmal habe ich das, was ich heute weiß, nicht gesehen. Okay, hat das irgendeine Veränderung in dir? Absolut nicht. Und auch heute, wenn mich die Leute fragen, ja, warum checken es die Jugendlichen nicht? Warum sind die so? Warum verhalten sie sich so? In dem Moment, wo ich Handschellen dran habe, kann ich nicht sehen, dass du Schmerzen hast. Ja. Ich habe selber, meine Mutter ist enttäuscht, meine Mutter geht schlecht, sie ist am Boden zerstört, aber mir sind die Handschellen zu eng. Hast du dich auch vielleicht ein bisschen cool dabei gefühlt, wo die Handschellen waren? In dem Moment
weiß ich, kann ich dir heute nicht mehr sagen. Es gab Momente, wo ich mich cool gefühlt habe in so einem Moment. Jetzt kommt nämlich schon eigentlich das Ende dieser Geschichte. Wir kommen auf die Polizeistation und ich komme rein und dort sitzt einer meiner besten Freunde. Ach. Er sitzt so da, die hatten 3 Hausdurchsuchungen gemacht, bei ihm, bei mir und bei noch einem. Okay. Und ich komme rein und ich sehe ihn und jetzt kommt dieser Moment, den du meinst. So. Und ich sehe ihn und ich schreie so, hey Alter, ich habe nichts gesagt. So, ich zeig meine Handschellen, ich habe nichts gesagt. Und er schaut auf den Boden und er hat schon gesagt, und sagt, ich schon. Ja. Und ich so, was? Die schieben mich weg. Und das ist die zweite Lektion, die ich für euch habe, wenn ihr kriminell sein wollt. Die erste ist eure Eltern und die, die euch lieben, bezahlen. Die zweite, eure besten Freunde werden euch verraten. Genau. Und dann gibt es noch diesen klassischen Spruch, der fast in jeder Zelle steht, ne? Der Richter liebt den Verrat, hasst aber den Verräter. Halt, ne? Ja. Ja. Aber ne, kann man so sagen, oder? Auf jeden Fall, siehst ist du? Auch so, da ist auf jeden Fall was dran. Schau, hier stehen zusammen fast 20 Jahre Knast auf ja, zwei kommt, Menschen. Ja, kommt hin. Weißt du, wie ich meine? Kommt hin. Und wir beide sagen euch dasselbe. Ihr könnt uns schon glauben. Das ist immer so ein deep, nein, das kommt nicht da rein, das kommt gleich. Das ist immer so ein deepes Thema, ne? Und so ein sehr emotionales. Ich bin gerade ein bisschen perplex, du hast gerade wieder die ganze Knastzeit so bei einer Verhaftung, schwebt gerade so im Kopf, sorry. Komm, und, lass das, raus. Nein, doch, es geht heute um dich, alles nein, gut. Nein. Die Leute haben dich gewünscht. Lass mal raus. Nein, ehrlich, es war nur so ein Butterfly, nicht Butterfly-Effekt, so, ich war gerade so... Ein Flashback war das. Ein Flashback, weißt genau. du, warum ein Flashback? Ja. Posttraumatische Belastungsstörung, mein Freund. Das ist es, was Kriminalität macht. Du hast voll ein Flashback. Ich war gerade wieder so auch so die erste Zeit, wo ich mein Mittäter, ey, der so, ey, Ahmed, ich so, ja, halt durch und... Ja, scheiß drauf. Komm, es geht um dich. Ganz kurz, weil ich ja gerade so in dem Flashback drin war. Ich habe in der Zeit, wo der Flashback hier voll zugange war und der Max so schön erzählt hat, habe ich die Aubergine schön angebraten. So, und dann haben wir hier schon wieder einen Topf heiß gemacht. Und jetzt braten wir ein bisschen das Rindertatar an. Ich habe hier Butter in den Topf reingemacht. Butter. Ich bin gerade dabei, das Rindertatar schön anzubraten. Der Max hat schon die Zwiebeln perfekt, wunderbar geschnitten. Ich verstehe nicht, wenn du so gut schneiden kannst. Okay, die ist gar nicht mal so gut. Ich habe schon wieder ein bisschen geschlafen. Warum du nicht öfter zu Hause kochst? Ist so gut. Nee, warum ich nicht öfter koche? Meine Frau macht die Sachen auf ihren eigenen perfekten Weg so. Und dann ist eigentlich für mich kein Platz. Weißt du, wenn ich in die Küche komme, so ihr Reich, ja? Dann merke ich schon so ihre Stimmung so. Kannst du auch wieder gehen halt, weißt du? Ihr Territorium, ja, cool. Dennoch, an meine Community, Männer, ab in die Küche ab mit die euch. Küche. Kochen ist das neue Feiern. Du bist nach Hause, Polizeistation. Ja, der Kollege hat gesungen, du bist wieder zurück nach Hause. Mhm. Mama war entsetzt. 14 Jahre alt, erste Hausdurchsuchung. Mhm. Und dann? Sollte nicht die letzte gewesen sein. Ja. Und dann, ja, was passiert dann? Dann kommt man so in das System. Ja, ich war davor schon im System bekannt, aber selber hat es noch nicht so Konsequenzen gehabt vor 14. Mhm. Dann bist du im System, dann geht's los. Strafkurve. Strafkurve beginnt wo? Arbeitsstunden. Ich habe 120 Arbeitsstunden bekommen gleich mal, damit ich Bescheid weiß. Auch wegen der Sache jetzt? Und ich weiß bis heute nicht mehr genau, es war eine Mischung aus Sachen. Weißt, ich bin so oft beim Clown auch erwischt worden und so. Das kam dann immer noch mit rein. Ja, ja. Gab dann 120 Arbeitsstunden. Das ist so einmal deine ganzen Sommerferien halt. Ja, richtig. Wo du im Altersheim schuftest oder so. Mhm. Als nächstes kommt dann aber schon Jugendarrest. Da war es das erste Mal im Jugendarrest? Nein, mit 15 kam dann. So ging es weiter. Es hat nichts geändert. Okay, immer so Delikte wie, von was reden wir? Diebstahl. Mal so eine Sache wie Klauen und eine Gasknarre dabei. Mhm. So, ne? Die im Rucksack, die Gasknarre. Aber erwischt werden halt dann die Gasknarre im Rucksack. Also ein Unsinn. Oder Sachbeschädigung oder... Ja, lauter so ein Scheiß. Mhm. Und im Endeffekt ging es dann, wir haben das Problem heute auch, wenn einer von den Jungs erwischt wird, dauert es ein Jahr lang, bis er Verhandlung hat. Bei mir war es auch so, weißt du, heute ist die Hausdurchsuchung, in 10 Monaten ist die Verhandlung. Ich wusste gar nicht, als ich bei der Verhandlung war, wusste ich nicht, warum ich da bin. Mhm. Ich so, welche von den Sachen ist es, wisst ihr überhaupt schon alles? Dann ging es weiter mit Jugendarrest. Nächstes kommt Jugendarrest, gab es mal 4 Wochen Jugendarrest, das war dann das erste Mal so hinter Gittern. Ja, 4 Wochen? So, 4 Wochen. Ja. Das ist mal so richtig... Jugendarrest ist aber auch so richtig Knast, ne? Das ist ja da, wo die da Bett tagsüber hochklappen, ne, zumachen. In Bayern war 23 Stunden zu damals. Ja, keine kein Sport, ich keine Maßnahmen. Tagsüber schließen sie dann Bett hoch. Oder? Die sollten, glaube ich, man durfte nicht im Bett liegen. Genau, das meine so, ich. Man durfte nicht liegen so. Aber ey, 4 Wochen ist egal, was man mit dir macht. Das kann so schlimm nicht sein. Mhm. Weißt du, es ist zu. Mich hat es nicht geändert. Mich hat es nicht geändert. Im Gegenteil, ich kam raus und habe mir gesagt, so, okay, das halte ich gut aus. Ja.
Da hast du auch vielleicht den einen oder anderen Kontakt kennengelernt, ne? Von den Leuten, die ich dort kennengelernt habe, drei waren später sogar beim Hauptverfahren. Irgendwann 6-7 Jahre später waren sie Kollege. Das ist so die typische, klassische Erfahrung. Aber eine Sache muss ich dazu sagen. Der Jugendarrest ändert sich gerade. Das wissen wir noch nicht. Das ändert sich gerade. So, die versuchen gerade Maßnahmen zu machen. Zum Beispiel holen sie mich. Ich habe einen Kurs im Jugendarrest in Düsseldorf und so, wo ich einmal im Monat mit dem. Die machen mittlerweile Sachen, die wollen es ein bisschen ändern so. Schön. Dass du dort wirklich was lernst noch. Das ist sehr wichtig. Ich sag mal so, ich hatte ja auch eine Jugendstrafe mal gehabt, bin reingekommen, wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung. Kam rein, war eine Jugendstrafe, dann hatte ich verkackt im offenen Vollzug. Da hat man mich direkt in den Erwachsenenvollzug gesteckt und dann ging eigentlich so da dieses Internationale los. Da hast du den aus Holland kennengelernt und den aus Belgien. Gut, hier oben, wo jetzt in Nordrhein-Westfalen ist ja eh noch anders. Ne? Bei uns in Bayern lernst du da keinen aus Holland kennen. Erst hier in Nordrhein-Westfalen viele Holländer, viele Belgier und so ist das gekommen. Ich habe jetzt dazu noch die Zwiebeln mit reingegeben, die der Max gerade geschnitten hat. Jetzt vielleicht noch, wie scharf du es magst, noch ein bisschen Pepperoni mit da reinschneiden. Und da kannst du noch ein bisschen Würze zu geben. Wollen wir die drei kleinen oder was nehmen? Drei ist hart. Also ich weiß nicht, wie scharf du essen kannst. Apropos scharf und so, ne? Ich bin ja mit dem Pro des Schärfeessens letzter Zeit immer so ein Terminator am Machen. Marc Gebauer. Und am Mittwoch kommt der neue Mittwochsvlog raus. Wer ist schärfer mit Marc? Und da ging letztes Mal richtig die Luzi ab. Okay. Richtig die Luzi ab. Wir kamen bis 6,1 Millionen Scoville. Bis 5 Uhr morgens Magenkrämpfe. gut. Schöne Grüße, Marc. Klingt super. Ja. Schöne Grüße, Marc. Ja. Oh, ich würde weinen. Ja. Aber ich würde nicht aufgeben. Nee. Da sind wir uns alle einig. Ich habe nicht aufgegeben, weil ich den Tristan da gerne mit. Tristan? Also, der Tristan hat sich auch wacker geschlagen. Dafür musste bei mir mehr auf den Teller drauf. Ne, Tonmann? Und war sehr amüsant, ehrlich. War sehr amüsant. Der Tristan sagte sogar mal, sein Ohr ist am Schwitzen. Innenohr. Innenohr ist am Schwitzen. Ja. Ja, okay, cool. Wie alt bist du jetzt, Max? Du, jetzt bin ich. Machen wir den Sprung zum 17. Lebensjahr, weil das war das Lebensjahr, als ich dann von zu Hause raus bin. Mit 17 bist du ausgezogen? Ja, ausgezogen. Nee. Ausgereist. Meine Mama hat gesagt, jetzt reicht's langsam. Ah, okay. So, du sitzt seit einem Jahr hier rum, rauchst Bon, hast keinen Job, gehst nicht in die Schule. Entweder du suchst dir bis September eine Ausbildung oder irgendwie irgendwas oder du gehst. Ja. Und ich glaube, es war so eine Mischung zwischen Bluff und Hoffnung. Ja. Und hat bei mir nur ausgelöst, dass ich am selben Tag gegangen bin. Mein leiblicher Vater ist aus Guadeloupe. Wo? In der Karibik. Ja, das ist immer das, ne? So, Die Karibik. Wie heißt gehen das? Gehen wir, Guadeloupe. Wo ist das? Wenn du in Kuba bist, fängst du an runterzugehen, dann kommt Dominikanische Republik und weiter runter. Jamaika ist schon da oben wieder, aber weiter runter, noch weiter runter. Und dann irgendwann kommt eine kleine Insel, die Da bei Curaçao und so, ne? So sind wir da in der Gegend. Ja. Und meine Reaktion war damals irgendwie so, okay, das ist typisch deutsch. Das eigene Kind rausschmeißen, so, ne? Also so ein Mensch war ich damals, weißt? Bin dann gegangen, bin mit meiner Freundin zusammengezogen. Die hat auch noch zu Hause gewohnt und dann war ich ein Gangster irgendwie. Mit 17 jetzt? Mit 17, der aber bei seiner Freundin im Kinderzimmer wohnt, so, ne? Ja. Kam mir aber schon richtig stark vor. Kommt mir sehr bekannt vor. Ja, was willst du machen, ne? Ja. Und dann haben wir aber, weil die uns natürlich auch rausgeschmissen haben, haben wir uns dann eine eigene Wohnung genommen. Jetzt lernst du das erste Mal, dass du halt Sachen brauchst. Ja. Ne? Jetzt ist der Kühlschrank ist leer. Den musst du vorher machen. Was für ein Kühlschrank? Du hast nicht mal einen Kühlschrank. Ja, ja. So, du hast keine Couch, du hast nichts. Und da habe ich dann angefangen, Raubüberfälle zu machen und so viel zu dealen, wie irgendwie geht. Du hast dir versucht zu helfen, zu wissen, mit den Mitteln, die dir dein Onkel damals gezeigt oder vorgelebt hat. Ich bin gar nicht auf eine andere Idee gekommen. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass man. Weil du das nur so kanntest von klein auf. Ja. Also ich hätte es auch anders machen können. Ne? Wie du schon gesagt hast, das ist eine Entscheidung gewesen. So. Ja, ja. Ich habe mich halt für das entschieden. Das ging dann 1,5 Jahre so ein bisschen gut. Und im Nachhinein sage ich immer, das war so die gute Zeit. Ne? Mhm. Aber das stimmt auch nicht, weil schon damals konnte ich nicht mehr dorthin gehen, wo ich wollte. Mhm. Es gab Viertel, wo ich nicht rein konnte. Ich weiß nicht, ob du den Moment kennst, wenn du dich unsicher fühlst, wenn du mit deiner Mutter auf der Straße bist oder mit deinen Kindern. Bei mir war es damals die kleine Schwester oder so. Weißt, ich bin auf der Straße und denke mir, was ist, wenn ich jetzt dem und dem begegne? Das wäre eigentlich schlecht. Also vermeide ich sowas. Und das war in der Zeit auch schon. Aber ansonsten war es eigentlich ganz gut, ne? Habe ich gedacht. Und dann kam der 19, kam der Haftbefehl. So, der kommt immer, immer, mit 19 immer, kam immer. Der Haftbefehl. Aber bevor wir jetzt mal zum Haftbefehl kommen, du sagst die ganze Zeit hier, Diebstähle, Raubüberfälle. Was hast du überfallen?
Wen hast du überfallen? Bei mir war damals. Was hast du abgeräumt, abgestaubt? Bei mir war der Ansatz immer, ich habe noch nie in meinem Leben eine Tante im Laden überfallen. Mhm. Ich habe noch nicht mal eine Tankstelle gemacht. Ich habe noch nie normale Leute überfallen. Aber ich dachte, es ist okay, wenn du in der kriminellen Welt plünderst. So. Also ja. Robin Hood für Robin Hood. Robin Hood aber für mich. Also ich habe von den Reichen Robin genommen, Hood für Robin Hood. Das hat angefangen dadurch, dass ein paar meiner zufälligen Bekannten damals, die mittlerweile dann Freunde geworden waren, die kamen aus dem Knast gerade raus alle. Und der bayerische Knast macht die Leute nicht unbedingt besser halt. Das war ein Haufen Psychos, die damals schon fast 40 waren. Und ich stand so mittendrin als Kind eigentlich. Vielleicht nochmal die Tomaten, Entschuldigung, wenn ich die unterbreche, schneiden. Oder komm, ich schneide, du unterhältst so weiter. Ich mach Ding. Entschuldigung. Ja, mach. Ja, bitte schön, deine Show. Mit denen kann ich so. Wow. Schau mal, der geht immer. Das habe ich in der Grundschule bei einer 4. Klasse gemacht. Da war so, haben wir so ein Theaterstück, weiß ich nicht. Ich war der Clown auf jeden Fall. Oh. Nein, das musst du können, ich will dafür. Das musst du können, ja. Wenn du ist gut keine Raubüberfälle mehr machen willst, dann wirst du, weißt du. Ja, ist gut auch für die Koordination. So. Nee, und mein Ziel war, oder die haben mir halt gezeigt, wie du bei sowas vorgehst und eigentlich halt ohne Polizei dann rauskommst. Weil wenn du es richtig machst, geht der andere nicht unbedingt zur Polizei. Ja. Na? Außer es passiert, was an dem Tag passiert ist. Wir sind eingelaufen. Wir waren damals zu dritt und ein Fahrer. Der Fahrer war nicht dabei. Und in der Wohnung waren eh schon ein paar Leute. Das war eh schon schlecht. Also es waren ein paar Leute und der Typ, den wir überfallen wollten, wollte einfach nicht geben. Er hat sich sicher gefühlt, er hat sich stark gefühlt, er hat sich in seiner eigenen Wohnung, wollte sich halt nicht überfallen lassen. Ich denke mal, er wollte sich nicht an die Karre pissen lassen, ne? Er wollte es einfach nicht, seine Sachen hergeben, beziehungsweise er wollte es nicht. Ja. Und er ist dann aufgestanden und in dem Moment hat mein Mittäter in den Hals gestochen. Krass. Und dann kam der Darauf kommt ein Haftbefehl. So, wir haben jetzt die gewürfelte Tomate auch dazu gegeben. Jetzt habe ich hier noch den Paprikamark. Das ist kein Tomatenmark, das ist Paprikamark. Wie gesagt, was für Gemüsesorten ihr nehmt. Ihr könnt wirklich Brokkoli nehmen, Spargel. Entfaltet euch, Zucchini, ist egal, ja. Worauf ihr Bock habt, könnt ihr so machen. Und ich zeige euch gleich, wie die Nudeln richtig geil kommen. Ja, diese 6 Plus Proteinnudeln Low Carb. Wenn du die zu lange kochst, zerfallen die. Ja, und wenn du die zu kurz kochst, kommen die auch nicht mehr geil. Aber ich habe wirklich was Pfiffiges einfallen lassen und das zeige ich euch gleich. Mach mal zu, lass das ruhig schön gut ziehen. Ich mag das immer, wenn das schön durchzieht. Okay, ihr seid reingekommen. Der Junge wollte sich nicht abziehen lassen, der wollte nichts rausgeben. Er hat sich gewehrt, Messer abbekommen. Hat überlebt. Ich habe damals sogar noch Erste Hilfe so gemacht, ein bisschen. Ja. Und währenddessen war dann so dieser Moment, wo ich so das gerne rückgängig gemacht hätte. So, komm schon. Du musst nicht unbedingt ins Krankenhaus, oder? So nochmal geschaut, oh shit, der muss doch ins Krankenhaus, so, weißt du? Du wolltest das nicht wahrhaben. Ich wollte es nicht wahrhaben, ich wollte ihn überreden, dass er nicht ins Krankenhaus muss und so. Ist natürlich gegangen. Heißt, als nächstes kommen die Cops. Da gibt es kein Zurück mehr. Wo kommen die Cops hin? Wo kommt das SDK kommt. Da, wo du gemeldet bist. Genau, da, wo du gemeldet bist. Und wo bin ich gemeldet? Du warst zum Schluss bei deiner Freundin. Ja, aber wo bin ich gemeldet? Was bin ich für ein Mensch? Genau. Bei deinem Mann. So, da haben wir es wieder, weißt du, die Kriminellen, die immer so an alles denken und so. Aber sie melden sich mit Absicht bei ihrer Mutter, damit die Cops dorthin kommen. Aber was heißt das, wenn das SDK dort einläuft? Weißt du? Das heißt, Rambazamba. Rambazamba. Die wollen dich mitnehmen. Ich war nicht da. Mein kleiner Bruder war da. Okay. Weißt du, gerade 13-Jähriger. Haftbefehl. Ja, Haftbefehl auf mich, Tür fliegt auf, Palm, packen meinen Bruder auf den Boden, Waffe auf meinen Bruder. Stell dir vor, mein Bruder wäre an dem Tag so da gestanden, hätte sich eine Pizza gemacht. Ja, wäre Feierabend. So. Und das ist wieder, wenn ihr Scheiß baut, werden die euch lieben, dafür bezahlen. Ich habe das Leben meines Bruders riskiert. Ja. 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 Und das Schlimmste ist dann in der Sache noch, der macht mir bis heute keinen Vorwurf, weißt du, der ist bis heute noch so, ich hätte dich nie verraten, ja, weil es der kleine Bruder ist. Das, was, wenn die Leute ja fragen immer, ob ich mich schäme für deinen kleinen Bruder, bist du ja auch eine Vorbildfunktion, ja? Und du hast eine Verantwortung. Du hast eine Verantwortung für deinen kleinen Bruder so, und nicht so ein Scheißvorleben. Bist du der Älteste aus der Familie? Ich bin der Älteste. So. Du bist der Älteste. Und deswegen war auch, glaube ich, dann so der Onkel so die Vorbildfunktion in deinem Kopf. So großer Bruder, Onkel, vielleicht Vaterrolle, besten Freund. Weißt, bei uns alles ist alles ein bisschen kompliziert, weil mein leiblicher Vater hat da noch ein Kind und da noch ein Kind. Mhm. Und so, da ist immer ein bisschen, aber in dem Haushalt war ich der Älteste halt. Mhm. Haftbefehl ist raus, die haben bei deinen Eltern oder bei der Meldeadresse, wo du warst, an die Tür geklopft. Flucht, kennen wir aus dem Fernsehen. Ja, Theodore Beckwell und Michael Scofield und wie die alle heißen. Ja. Maximilian Scofield. Ja.
Wie sah die aus? Was hast du gemacht? Ich habe mich entschieden, damals ins Ausland zu gehen. Also manche Leute bleiben ja tatsächlich in ihrer Hut oder in Deutschland. Ich hatte einen riesen Hund dabei, so ich musste ins Ausland. Ich bin dann erst nach Tschechien, war da eine Zeit lang, habe mich nicht wohl gefühlt, habe mich nicht zurechtgefunden, die Sprache nicht gekonnt. Und dann habe ich das gemacht, was alle machen. Ich gehe zur Familie, hatte Familie in Spanien, bin dorthin gegangen. Was machst du bei deiner Familie, wenn du einen Haftbefehl hast? Du kannst es denen nicht sagen. Das ist immer die Frage. Könnt ihr es eurer Familie sagen, dann könnt ihr euch da vielleicht verstecken. Aber ihr heißt ja jetzt nicht mehr so, wie ihr heißt. Mhm. Ich weiß noch, als ich in Spanien ankam, so der erste Moment, so meine Tante so, hola, Maximilian. Mhm. Und ich so, ich heiße jetzt anders, ich heiße jetzt so und so. Und ach. Dann bin ich nicht lang geblieben, 3 Monate Spanien ungefähr und dann nochmal ein Jahr nach Holland. Nochmal ein Jahr nach Holland. In Holland ging es dann ein bisschen besser, ich spreche Holländisch. Ja. Ich habe Freunde dort gehabt, das war dann schon ein bisschen leichter. Ja. Aber ich war am Ende ein Wrack. Dann auch angefangen, Drogen zu nehmen auf der Flucht. Vorher hast du ja auch Drogen genommen, oder meinst du jetzt von Ich habe gekifft und so, aber ich habe jetzt in Nürnberg war ich jetzt nicht so der. Es war nicht so meins. Ja, das ging auf der Flucht los. Wo dann der Gedanke so war, ja, ist ja egal. Was morgen kommt, ist egal, weil morgen gibt es vielleicht gar nicht. Nur noch so in den Tag reingelegt, was morgen ist, weiß nicht, was das passiert. War mir egal. So. Ja, angefangen zu koksen irgendwie. Und harter Tobak. Und dann kam die Verhaftung. Die kommt auch immer. Die kommt immer. Ich dachte damals, das ist verjährt. Schau mal, ich war so ein Kind, ich dachte so, ich gehe und ich verstecke mich 10 Jahre oder was und dann kann ich wieder kommen. So, das verjährt nicht. Das gibt keine Verjährung, wenn der Haftbefehl schon besteht. Der bleibt offen für immer. Aber jetzt so auf der Flucht nochmal. Wie hast du dich über Wasser gehalten? Wie hast du dich durchgeboxt? Wie hast du dein Geld verdient? Wie hast du dein Brot bezahlt? Wie hast du dein Brot gegessen? So. Ist ja nicht wirklich so Hollywood. Also sowas gab es auf jeden Fall kein einziges Mal. Also sowas? Entspannt irgendwo kochen mit jemandem, das gab es nicht halt. Ne? Was es gab, war immer an einem Tag in dem Ort, am nächsten Tag in dem Ort. Immer wenn jemand rausgefunden hat, wie ich heiße, bin ich oder irgendeinen Fehler in meiner Geschichte gefunden hat. Ne? Aber was machst du hier? Ja, bin Student oder was. Ne? Immer wenn jemand den Fehler gefunden hat, bin ich gegangen. Was ich gemacht habe, war hauptsächlich Raubüberfälle auch. Und also während der auf Flucht, ständig, während du in Spanien ständig, warst, hast du ständig. Dich weiter durch... In Spanien nicht. Spanien habe ich 3 Monate lang okay, aber sagen wir mal, du hast Tschechien, gelebt, weißt du? Spanien, und jetzt hast Holland du kurz gechillt. Holland hauptsächlich hast du wieder angefangen, Überfälle, Leute zu... Sorry, in Holland habe ich hauptsächlich Deutsche überfallen. Okay. Ja. Die kommen und die, das war easy. Aber es sind auch Sachen gewesen, die halt dann in Holland intern passiert sind. Zu dem Zeitpunkt hat die Struktur auch schon Geld verdient, wieder über Dinge, die wir in Tschechien aufgebaut haben, über Dinge, die in Deutschland gelaufen sind. Ich habe Geld bekommen aus Deutschland. Aber Flucht frisst Geld. Sagen wir, ich habe 10.000 Euro im Monat bekommen. Ich brauche die. Ich brauche die, weil ich fahre nur Taxi. Ich wohne nur entweder Hotel oder ich muss alles bar bezahlen. Ich habe kein Konto, ich muss beim Zahnarzt bar bezahlen. Ich kenne, so, ne? Was, wenn du ein Loch hast, zahlst du 1.500 Euro. Also Flucht kostet viel Geld. Und ich war am Ende, nach den 2,5 Jahren. Ich habe älter ausgeschaut als jetzt. So, meine Augen waren tot, wenn du so... Vom Stress. So, ich hatte jeden Tag Angst. Und das ist auch was, wir denken immer so, schau, wenn du jetzt uns beide siehst, wir laufen ein, machen Angst oder was. Die Leute, die so leben, die haben alle selber Angst. Du musst Angst haben, das Ding frisst dich ja, das ist ein Monster. Angst ist ein Monster, du fütterst es und es kommt zu dir zurück. Mieses Gefühl. Mieses Gefühl. Wir müssen jetzt einmal zum Gericht nochmal zurückkommen. Wie machst du die jetzt? Passt du das Wasser da rein oder was? Lass dich überraschen. Also schau mal, ich habe die Soße etwas wässriger gemacht. Ja. Und wir tun die, so wie die sind, hier rein. Okay. In der Auflaufform. Ich glaube, sie können mir helfen, ein bisschen Bizeps zu bekommen auch mal. Auf jeden Fall, die Proteine, die da drin sind. Ist nichts los, weißt du? Schau mal, ja. Aber ja, das ist top jetzt auch dieses Meal. Warum? Schau mal, pflanzliche Proteine. Und dann haben wir nochmal das Rinder-Tatar, ein tierisches Protein. Ja, und wenn du gut zulegen willst, gute Gains haben willst, sollst du überwiegend verschiedene Proteinquellen zu dir nehmen. Ja, und das ist ein Top-Meal. Du musst jetzt kannst die Aubergine weglassen. Ja, wir haben jetzt das ungesunde Öl genommen. Können wir weglassen, dann ersetzt du das Beispiel Spargel anstatt Aubergine. Ja, da weiß ich, wen ich anrufe, wenn ich mal fragen kann. Safe, gerne. Dann mache ich jetzt hier die gebratene Aubergine rein. Ich grill die gerne an. Warum? Die schmeckt mir einfach, oder brate die an, die muss angebraten werden und in Öl. Das schmeckt mir bei Aubergine wirklich am liebsten oder gegrillt. Und in dem Auflauf wird die jetzt auch bombastisch kommen. Dann hauen wir die Champignons auch roh rein. Ich mache die gerne roh, die zieht sich gleich auch schön mit Feuchtigkeit voll.
Ja, oder die kochen leicht an gleich. Dann sind die mal gleich noch ein bisschen bissfest. Lass ein bisschen, nur so ein bisschen abkühlen, okay, damit wir gleich den Käse noch mal drüber streuen. Ja, und in der Zeit erzählst du weiter. Du warst in Holland, hast dich weiterhin durch kriminelle Delikte über Wasser gehalten. Und dann müsste die Verhaftung gekommen sein. Dann kommt die Verhaftung. Die Verhaftung kommt immer irgendwann und die kommt immer aus heiterem Himmel. Ne? Weil du bist unerwartet. Du bist immer unerwartet. Eigentlich rechnest du jeden Tag damit, aber an dem Tag... Ich sag noch, das erste Jahr war ich so wirklich bei jeder Bewegung und zack, zack. Und dann irgendwann wirst du schon ein bisschen sicher. Sicher habe ich mich nicht gefühlt, aber du wirst nachlässig. Mhm. Weißt du, guckst nicht mehr immer dreimal und dann auch Drogen genommen. Weißt du, dann bist du auch nicht mehr so fit. Und im Grunde war es holländisches Sondereinsatzkommando, die heißt ein Arrestatie-Team, waren als Zivilpersonen, haben eine Straße gesperrt. Ich kam aus einer Wohnung raus, wo ich nicht gewohnt habe. Mhm. Und ich habe die gesehen, aber ich habe es nicht richtig eingeschätzt. So, ich sehe, die waren als Müllmänner. Die waren wie Müllmänner angezogen und ich gehe so vorbei. Und ich sehe ihn, ich sage, ja, guten Morgen. Und der sagt nichts und in dem Moment, wo ich mir denke, warum sagst du nichts halt, kommt von der anderen Seite einer und schlägt mir auf den Kopf so, aufs Ohr, Brille fliegt, der andere zieht mir Beine weg, 10 Leute kommen, meine Knarre fällt raus, ich liege am Boden. Ich dachte, das ist Kabelbinder drauf, Hände, Kabelbinder, Füße, Sack über den Kopf und weg. Und ich dachte halt, das ist ein Raub, also ich dachte, das ist eine Entführung. Mhm. So, weil der, dem ich guten Morgen gesagt habe, der sah aus wie ein Gangster. Eigentlich mehr als wie ein Kopf, weißt du? Und dann ich so, oh shit halt. Und dann war ich im Auto und denk mir so, wie viel Geld wollen sie haben? Was schneiden sie dir ab? Das war der Gedanke und ich weiß noch, ich saß im Auto und ich merk, wie die fahren. Das war inmitten Amsterdam. Der drückt voll aufs Gas so. Ich hoffe so, ey, wer so in der Innenstadt fährt, vielleicht ins Kopf halt. Und ich sage, ja, bin ich von der Polizei, bin ich, krieg keine Antwort. Das waren dann aber Cops und das war das Ende der Flucht. Dann wurdest du wo verurteilt? Erstmal habe ich dann im ganzen knapp ein halbes Jahr Holland gemacht, wo es darum ging, Auslieferung, wie es läuft, das. Dann habe ich Fluchtversuch gehabt aus einer JVA dort und bin dann ausgeliefert worden nach Deutschland. Nach Deutschland wo? Nach Nürnberg. Nürnberg. Und in Nürnberg 2 Jahre U-Haft und dann 13 Jahre. Das spannen die nicht, ne? Wieso? Diese, du kannst auch 15 haben. Ja, nein, passt schon. Ja, die sind da sehr spendabel. Die waren spendabel. Und bevor jetzt wieder Leute fragen, 13 Jahre, ich bin nicht als Jugendlicher verurteilt worden. Du hast vorher auch gleich gesagt, so, 21 muss nicht, ne? Kann auch erwachsen sein. Also da muss man noch einmal klarstellen für die Community. Mhm. Also Jugendstrafrecht hier nach deutschem Gesetz geht bis zum 21. Lebensjahr. Da wäre jetzt die Arabella Poth perfekte Person dafür, um das zu erklären. Grüße gehen raus, Arabella. Mhm. Auf jeden Fall nochmal, hier in Deutschland, bei den Jugendstrafgesetz bis 21 und ab 21 ist safe Erwachsene. Und kann aber ab 18 schon. Kann aber schon ab 18, genau. Da gibt es bestimmte Lücken. Und wie gesagt, wenn ihr dazu Fragen habt, Arabella Poth auf Instagram, hilft euch da gerne weiter. Ja, und dann gab es 13 halt. Mhm. Deal war noch angeboten, 4,5 Jahre, wenn ich Aussage mache. So, das auch immer, hier haben wir wieder das mit dem Verrat, das geht sehr schnell. Weil 4,5 Jahre ist ein guter Deal. Ja. Und ich war 2 Jahre zu dem Zeitpunkt schon in U-Haft. Habe mich dann dagegen entschieden. Und die Geschichte erzähle ich eigentlich selten, aber ist mir wichtig. Die Leute, die sagen, ah korrekt, du Ehrenmann, hast du keine Aussage gemacht, ne? Als ich entlassen worden bin, war meine Schwester 21. Meine Schwester, als ich entlassen worden bin, war 21. War 21. Als ich verhaftet wurde, zu dem Zeitpunkt war sie ungefähr 11. Und als wir uns nach meiner Haft getroffen haben, sie hat mich kein einziges Mal besucht in Haft. Als wir uns getroffen haben, hat sie gesagt, an dem Tag, als du dich entschieden hast, deine Jungs nicht zu verraten, hast du mich verraten. Mhm. Weil ich hätte dich gebraucht. Ich hätte deinen großen Bruder gebraucht. Die Mama hätte dich gebraucht. Der andere Bruder hätte dich gebraucht. Wir alle hätten dich gebraucht und du hast dich für die Gang entschieden, so? Okay. Nicht, ich habe niemanden verraten, sondern ich habe meine Familie im Stich gelassen. So ist es. Natürlich ist das im Stich gelassen. Also du tust schon die Familie im Stich lassen, wenn du dich wirklich in diese Kreise bewegst. So sieht's aus. Und kriminell so sieht's aus. Und da habe ich ja meine Entscheidung getroffen. Zum Thema Verrat hin und her, guck mal, ich sehe es so. Wenn ich Scheiße baue, stehe ich für meine Scheiße gerade. So schaut's aus. Da kann nicht mein Mittäter oder meine... Überhaupt meine Mitglieder können nichts dafür. Ja, und wenn meine Mutter weint, dann reicht das, dass es meine Mutter weint. Dann muss nicht noch 3 andere Mütter weinen.
Ja, so sehe ich das. Ja, natürlich ist das hart für deine Schwester. Nein, du hast vollkommen recht. Aber sie die Entscheidung ist da schon gefallen, wo du dich in diese kriminellen Kreise bewegt hast. Ja? Problem ist, sie hat sich nicht entschieden. Sie hat keiner gefragt, ob sie das möchte. Nein, genau, sie leidet nicht, einfach nein. so. Genau. Und das ist aber, wie du schon die Konsequenz, ganz kurz, die Konsequenz, sie redet bis heute nicht mit mir. Das ist, kann für sie ist falsch oder was, aber es ist. Das ist der Preis, den wir tragen müssen. Das ist auf unsere Schultern und das wird immer wieder auf unsere Schultern lasten. Hört euch das gut an. Ja, ja, da können wir leider nichts machen. Das ist hart. Aber wir können nicht die Zeit umdrehen. Das Einzige, was wir jetzt machen können, ja, sind unsere Taten für sich sprechen lassen. Ja, und darauf will ich jetzt gerne so drauf zurückkommen. Du machst jetzt geile Präventionsarbeit. Yes, sir. Verstehst du? Und ich hoffe und ich wünsche mir vom Herzen, dass deine Schwester dir damals verzeiht. Verstehst du? Weil du warst erstens damals jung, hattest ein schlechtes Vorbildfunktion, der zeitgleich nochmal auf dich aufgepasst hat oder ein bisschen Fürsorge gegeben hat. Ja, du hast das ganze Ding durchgezogen. So, du bist ja reingekommen, ja? Und du wurdest auch ein bisschen so reingelebt, wenn ich das jetzt so aus meiner Sicht wiedergebe. Und das Wichtigste ist, ja, gut zu hören, das hat geknallt bei dir, es hat was ausgelöst und du tust jetzt dagegen was, um deinen inneren Seelenfrieden zu finden. Und das braucht halt seine Zeit. Und wenn deine Schwester dir jetzt nicht verzeiht, auch vielleicht nicht im nächsten oder übernächsten, ja, verstehst mich mal, aber ich hoffe, dass dieser Zeitpunkt kommt, dass nicht nur deine Schwester dir verzeiht, weil ich nehme an, es gibt noch mehr Menschen, Inshallah, hä? Ja, es gibt ja, ich glaube, noch mehr Menschen, die, wo man vielleicht hofft oder guckt, so, ey, ist dumm gelaufen damals, aber lass die ganze Sache vergessen und verzeihen. Ne? Das Ding ist mit meiner Schwester, du hast das richtig gesagt, es kann nicht heute sein, es kann auch nicht morgen sein, weil es so tief sitzt. Ne, da reicht nicht mal die 5-6 Jahre, was ich jetzt entlassen bin. Das ist ein Lebensprozess. Genau. So. Genau. Aber es ist einer der Gründe, warum ich das heute mache, was ich mache. So. Ich drück dir die Daumen. So, das hat jetzt ein bisschen schön abgekühlt. Das ist ein sehr geiler Talk und ich hoffe, das Ganze gefällt euch auch. Und erstens würde ich mich freuen, wenn meine Community bei Max auf dem Channel vorbeischaut und erstmal da Kommentare und Abos da lässt und das Ganze hier auch nochmal kommentiert. Und für die Leute, die immer noch kein Abo gesetzt haben, setzt auch bitte endlich ein Abo da, weil es kommen wirklich noch weitere Top-Gäste hier bei uns, Beast Kitchen und weitere coole Talks. Das gefällt mir gerade sehr, sehr gut. Und ich streue mal den Käse erstmal jetzt drüber. Das ist hier der gute Käse von Süttert. Nicht so sparsam sein, wa? Nein, Käse kannst du ruhig. Käse muss immer doppelt sein. Während ich hier den Käse auch drüber streue, guck mal, da haben wir wieder ein bisschen untergehen lassen. Wir haben ja immer zwei klassische Fragen bei Beast Kitchen. Erste Frage, zu Hause kochen oder lieber draußen essen? Ja, auf jeden Fall lieber zu Hause kochen. So. Ja? Aber du hast doch gerade gesagt, du kochst ja nicht so. Ja, ich koche nicht selber. Du lässt es. Das Ding ist, wir haben so einen hohen Standard, wir haben so einen hohen Standard von dem, was wir essen. So, wir essen eigentlich mittlerweile alles Bio. Ja, wir wollen sehr wissen, gut. wo das Fleisch herkommt. Wir sehr wollen gut. wissen, wir essen tatsächlich zu Hause auch recht wenig Fleisch mittlerweile, wir essen zu viele Sachen. Ja. Und das kann ich draußen nicht bringen. Ich kann draußen eigentlich nicht mehr einen Schnitzel in irgendwo so essen. So, das geht nicht. Ich beschäftige mich gerade mit dem ganzen Thema Bio auch gerade, weil mich das sehr interessiert. Und ich merke auch jetzt seit circa, was ist das, 3 Wochen, 4 Wochen ernähre ich mich wirklich überwiegend nur aus Bioprodukte. Man merkt den Unterschied. Ne? Du, und anders geht's nicht mehr. Also meine Frau hat mich da geimpft, ich bin so. Ja, ist wirklich richtig. Krass. Ich muss euch auch gestehen, mein Fleischkonsum habe ich auch ein bisschen zurückgeschraubt. Das sieht manchmal in den Insta-Stories voll brutal viel aus, aber ich habe es wirklich zurückgeschraubt. Und ich esse qualitativeres Fleisch, aber weniger. Ja. Wir haben auch ein paar Sachen so ersetzt, mal jetzt mit Seitan. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, klar, kenne ich. Seitan, Hammer, Lupine, Hammerzeug. Also, okay. Braucht man nicht unbedingt immer. Also, genau. Du kochst gerne zu Hause. Was ich ist denn gern dein Lieblingsgericht? Und jetzt pass auf, Gemüse oder Sahne? Was? Es ist eine Gemüselasagne, so. Es ist eine Lasagne mit verschiedenen Gemüsen und so alles. Aber vegetarisch bist du nicht, Fleisch tust du nicht. Nein, ich esse gern Fleisch. Aber so ja, eine Gemüselasagne und dann zum Beispiel Tofu oder so. So ne? Irgendwie Tofu geschnetzelt, das gibt's. Das ist Hammer. Früher hätte ich gesagt Steak oder Roulade, so, ne? Aber es ist jetzt in letzter Zeit ein bisschen runter. Schön. Aber jetzt hau ich noch mein Lieblingsrezept im Knast aus. Dein Lieblingsrezept im Knast? Knast was ich immer Pasta kann es auch noch sein. Nein. Okay. Kidneybohnen, Zwiebeln, tak. Knoblauch, Thunfisch, Öl, Salz, Pfeffer, zusammen
Feta rein noch, ja, wenn du kriegen kannst, Feta mit rein und ja, das stehen lassen, so mit Olivenöl so. Ja. Das so ein bisschen so stehen lassen, so richtig eine, also so richtig schön stehen lassen, ja, und dann essen. Und nichts davon ist geröstet oder so, ja, sondern alles so halt. Ja. Weißt du, wie du riechst? Hört sich gut an. Ja. Das hört sich wirklich gut an. Also du kriegst so Power davon. Da musst du mir gleich nochmal sagen, also Kidneybohnen. Kidneybohnen und da Zwiebeln, auch nicht nur abwaschen, Feta, Zwiebeln, Thunfisch, ganz fein schneiden, Thunfisch mit rein. Und dann den Feta. Den Feta aber zum Schluss würfeln, ja, und dann nicht mehr, dass er unten ist, sondern weiter unten. Und dass er auch nicht zerbröckelt, sondern wirklich erst rühren, dann den Feta rein. Und das so ein bisschen pressen und dann stehen lassen. Olivenöl, Salz, Pfeffer, da musst du nicht mehr. Ich werde es definitiv ausprobieren und ihr hoffentlich da draußen auch. Habt ihr angehört, das geht ja wirklich sehr einfach und kommentiert bitte das Ganze. Und ich schiebe das Ganze jetzt mal hier schön im Ofen rein. Du tust was gegen den Mist, was du früher veranstaltet hast und verbockt hast, und versuchst deinen Seelenfrieden zu finden und die Verzeihung bei deinen Mitmenschen. Was machst du jetzt genau? Präventionsarbeit. Was mache ich jetzt genau, ja? Ich bin eigentlich Autor gewesen, habe ein Buch geschrieben und so, habe das Buch rausgebracht und habe das auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt. Ja. Und da war eine Lehrerin im Publikum. Mhm. Und die hört so meine Geschichte und lädt mich ein zu sich in die Schule. Das ist jetzt 4 Jahre her. Mhm. Und da war damals das erste Mal, dass ich in der Schule mit Jugendlichen darüber geredet habe, was mir so passiert ist, was ich glaube, was für Erfahrungen ich gemacht habe. Damit hat es angefangen. Mittlerweile haben wir, letztes Jahr haben wir einen Verein gegründet, Sichtweisen hinten mit AI, gerne auschecken, die Webseite gerne unterstützen, wenn ihr Bock habt. Wir besuchen Schulen, wir besuchen Wohngruppen, wir besuchen Jugendhäuser, wir besuchen Gefängnisse, Jugendgefängnisse, geil, Jugendarrestanstalten und ich mache Einzelbetreuung von Jugendlichen. Ja, ja, ja. Und das ist so das Wichtigste. Weil stell dir vor, zu dem Zeitpunkt, wie du es vorher schon erkannt hast, wo mein Onkel so eine Lücke ein bisschen gefüllt hat, da komme ich rein heute. Ja, und dann hast du einen 15-, 16-Jährigen, der irgendwie nur langweilige Erwachsene kennt. In seinem Kopf sind alle Erwachsenen. Jeder von denen könnte ja Ohrfeigen. Einzigste, die coolste ist die Rap-Liste von Modus Mio auf Spotify, weißt du? Oder die Gangster, die er vom Block kennt. Ja, die Gangster vom Block sind, genau. So, die großen Brüder sind im Knast oder kommen gerade raus, sagen alle, ja, war ja nicht so schlimm, war ja nicht so schlimm, war ja nicht so schlimm. Und dort setze ich an. Komm, treff dich mit mir, mach mit mir zusammen Sport, reden wir ein bisschen drüber. Und das Ziel ist so, und das habe ich bei denen, die ich betreue, auch immer recht schnell erreicht. Das ist es, wo ein Sozialarbeiter ewig braucht, sind wir schnell. Ich sehe, wie du mit Menschen gehst. Einmal, 15-jährigen Jungen, der in der Phase ist, er wird dir glauben. Ich habe sowas auch, also schöne Grüße nach Gesamtschule Bocholt oder Borken. Ich weiß das nicht mehr genau. Da hatte ich, war eine Woche lang auch Gewalt- und Mobbing-Projekt. Das war ich gerade auch frisch draußen, da kannte auch eine Lehrerin, die hat mich gebeten, da einen kleinen Vortrag zu halten, das Ganze mit Sport verpacken. Das kam sehr, sehr gut an und bis heute noch schreibt mir jemand. Und wie war es für dich, die Tätigkeit dort? Wie hat sich das für dich angefühlt? Also, am Anfang war natürlich schwer. Erstmal vor Schülern mich zu öffnen und dieses Harte wirklich 1:1 zu präsentieren, sonst hatten die Kids mich ja immer so von der Straße gesehen, oder wenn ich im Auto gefahren sind, immer gewunken, so, hey, Armel, cool und so. Und dann auf einmal erzähle ich den Kids, ey, was für eine Scheiße ich gebaut habe, wie lange ich gesessen habe. Die waren natürlich geschockt. Die waren baff, nachdenklich, sehr ruhig. Und von Mal zu Mal, ich immer mehr erzählt habe, wurde das Ganze lockerer, habe das Ganze nochmal mit Sport verpackt. Und einen Schüler habe ich wirklich erreichen können, der schreibt mir auch bis heute noch, das ist der Luke. Und wenn du wirklich, wie gesagt, durch so eine Arbeit nur einen erreichst, hast du schon viel getan, sehr, sehr viel. Ja, die Reichweite ist jetzt nicht die größte, wie jetzt, sag ich mal, bei einer Rap-Szene oder bei jemand anderem. Du sagst es nicht. Das ist... Ahmed, wir schaffen das. Ja. Wir lösen ja, das natürlich schaffen wir das. Das kommt jetzt. Schau dieser Channel, den ich mache. Genau, ich rede auf diesem Channel nicht, im Gegenteil, ich sage nicht Gangster. Ja, ich verstehe dich. Geht deinen anderen Weg. Ja, und plötzlich 100.000 Leute lassen Daumen hoch da. Ich verstehe dich. Die Menschen wollen nicht böse sein. Keiner will, dass alle Arschlöcher. Menschen wollen nicht böse sein. Keiner will, dass alle Schlechtes machen nur den ganzen Tag. Es ist. Die brauchen nur, wie du es gesagt hast, Vorbilder. Gute Mentoren, Vorbilder. Ein Zeichen dafür, dass du ein Mann sein kannst, ohne dass du gleich die Polizei rufst, wenn einer falsch parkt oder so. Weißt du, dieses. Die rufen mich, meine Jungs rufen mich an mittlerweile, wenn sie jemand beleidigt auf der Straße. Also, ey, schau, was er gerade gesagt hat, ruft mich so an, hör dir das an so. Und während er mir das erzählt, seine Wut verraucht schon. Ja, ja, richtig. Weißt du, weil hier ist dann ein Erwachsener, der sagt, oh, okay, krass, dass er das sagt, aber willst du jetzt dein Leben wegschmeißen? Willst du jetzt deine Ausbildung verlieren? Das ist ein geiles Ding, was du machst, ich feier sowas. Danke sehr.
Ich hoffe, dass ihr das auch feiert. Schaut, wie gesagt, bei ihm vorbei. Das ist wirklich ein sehr deepes, aber auch ein sehr wichtiges Thema. Ich mache jetzt hier einmal ein bisschen klar Schiff. Ihr wisst, ich habe das immer nicht so gerne, wenn das hier unordentlich ist. Der Auflauf braucht noch ein paar Minuten im Ofen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Einmal ist uns passiert, weil hier gerade beim Aufräumen ist uns aufgefallen, der Talk war wirklich so deep und ich war so geflasht und danke nochmal für den geilen Talk. Uns ist aufgefallen, wir haben nicht gewürzt, weder Salz noch Pfeffer. Aber Grüße an Yusuf, nachsalzen geht immer und das werden wir jetzt gleich nicht so wenig machen. Und ich würde vorschlagen, wir holen das Ganze mal raus. Wolltest du was machen, Mann? Ich hol das mal raus, Mann. So. Kannst du hier drauflegen, ist Granit. Uff. Fein, fein, fein. Ich schneide das Ganze jetzt nur mal an, um zu gucken. Boah, das ist nicht um die eigentlich. Das passt mir die Faust aufs Auge. Super. Ah, ja, da haben wir. Okay. So, Leute. Sekt plus Power-Auflauf à la Charo ist fertig. Sehr fein. Der Bruder. Ah, Bruder wollte ich nicht mehr sagen, Entschuldigung. Aber der ist trotzdem mein Knastbruder. Maximilian. Habibi. Ja. Maximilian und ich probieren jetzt das Ganze. Ich sag Bismillah und rein damit. Lass dich schmecken, mein Freund. Mm. So sieht's aus. Der ist wild. Mm. Mir fällt noch was ein. Bitte. Ich hab dir was mitgebracht. Babum. Jetzt beim Essen vielleicht ein bisschen blöd, aber vielleicht für den Urlaub danach. Das ist das Buch, das ich geschrieben habe. Jeder, der im Knast war, kann sich da drin auf jeden Fall wiederfinden. Für die anderen ist vielleicht auch was, aber... Vielen, vielen Dank. Große Ehre. Maximilian Pulux, Kilek. Mhm. Ich werde es mir definitiv reinziehen. Wir sind gerade am Vorarbeiten, am Vorproduzieren, damit wir jetzt die nächste Woche oder übernächste Woche mal in den Urlaub fahren können. Da habe ich ein geiles Programm für den Urlaub. Vielen, vielen lieben Dank. Ich wollte sowieso mein Handy und Social Media ein bisschen beiseite packen und dann kommt das sehr gelegen. Ich danke dir. Vielen Dank, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wie gesagt, die Leute, die noch kein Abo da gelassen haben, Abo da lassen, ganz wichtig, die Kommentare, das ist ein geiler Auflauf. Und wie gesagt, mich würde es auch freuen, wenn ihr bei Maximilian auf dem Channel vorbeischaut. Der bringt wirklich einen geilen Content drüber, mit Mehrwert, was Positives. Ich mag sowas. Ihr natürlich auch. Schönen Abend noch. Ciao. Baba.